So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Der letzte Part ist wieder so ein Beispielpart, einfach dafür, dass ich immer sage, na, es ist ungeschnitten. Ja, also das wäre was, was man in einem bearbeiteten Let's Play rausgeschnitten hätte. Dass ich für eine einzige Wurzel so einen Aufstand gemacht habe. Naja, was soll's. So. Jetzt will ich noch diesen Schatz holen bei... Also, ich schätze halt, dass es um den Schrein gehen wird am Ende. Bei den Exalseen. Ach, und warte mal. Wir können jetzt ja komplett gratis, auch ohne Waffen zu verschwenden. Yonobu-Geist, kommst du mal her? Hallo? Danke. Können wir jetzt ja auch solche Dinger kaputt machen, ne? Ah, voll gut. Also das ist schon praktisch. So, wo sind die Dinger jetzt? Wo, nein, wo muss ich hin? Ich hab's mir markiert. Ich sehe es leider nicht. Von hier aus. Aber das haben wir gleich. Ach, guck mal, den Schrein wollte ich auch noch auslösen. Da drüben ist es, okay. Das ist zumindest zwischen den Exalseen. Da ist der eine See und da ist der andere See. Und da in der Mitte scheint vielleicht entweder eine Höhle zu sein oder irgendwie sowas Artiges. Oh, da ist noch ein Schrein. Okay, jetzt kommen hier ein paar Schreine in dem Part scheinbar. Ich lasse mich halt nur schon wieder ablenken, das ist das Problem. Ja, das ist der eine See. Ja, und der See zeigt auf eine Höhle. Ja, komm rein da. Rein da. Und genau dafür habe ich dich jetzt, dass du mir hier schön immer die Eingänge aufmachst. Echsenbau, Schlucht von Eldin. Erstmal heilen. Okay, aber da hochkomme, kriege ich den da auch da hochgeschickt? Das wiederum stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig, weil ich glaube, da muss ich trotzdem mit Bomben hin. Ja, ich glaube, da muss ich trotzdem mit so hin. Ja, hilft halt nichts. Aber wir sparen ja trotzdem schon massig Bomben. Das ist schon sehr gut. Und Waffen sparen wir und alles Mögliche sparen wir. So. Erstmal den Kollege hier mitnehmen. Zack. Wunderbar. Und da ist der Schatz, von dem die gesprochen haben. Würde ich jetzt mal vermuten. Was haben wir hier Hübsches? Rudania-Helm. Ja, nice. Genau, der Schatz der Exalseen. Okay, war ein Kleidungsstück. Richtig und wichtig, sage ich da nur. Richtig und wichtig. Okay. Dann können wir eigentlich gehen und die beiden Schreine auslösen, die wir gesehen haben. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Da
drüben war einer. Da können wir einfach hinlaufen, ne? Der ist einfach da, der Schrein. Keine spezielle Aktion. Der ist einfach da. Kein komischer Gegner, der mir den Weg versperrt. Keine dreckigen Hände, die plötzlich auftauchen. Ja, der Schrein ist einfach da. Okay. Wunderbar. Macht man einen Schrein. Haben wir ein Erfolgserlebnis. Wobei der Rudania-Helm ist ja auch schon ein Erfolgserlebnis, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Der Rudania-Helm an sich ist ja auch schon ein Erfolgserlebnis. So. Let's go. Was haben wir hier Hübsches? Schlüssel zum Erfolg. Da oben ist schon das Ziel. Das sieht sehr kurz aus. Okay, ich muss hier scheinbar den Deckensprung ein paar Mal nutzen. Kann ich die einzelnen Dinger steuern? Ja, so habe ich mir das gedacht. Genau so habe ich mir das gedacht. Okay. Dann wären wir nämlich auch schon oben. Die Frage ist nur, wo ist die Truhe? Hier gibt es mit Sicherheit eine Truhe. Ja, das jetzt halt... Okay, aber dann machen wir erst... Wir lösen erst aus. Wir lösen erst aus. Machen wir es so. Weil dann muss ich beim nächsten Mal nicht mehr komplett hoch. Dann kann ich mich nur um die Truhe kümmern. So, und damit haben wir schon wieder einen neuen Container, theoretisch. Möglich. Oder Ausdauer. Wir könnten nochmal wieder auf... Ich denke, aktuell sind unsere Herzen ganz gut. Wir könnten mal langsam auf Ausdauer wieder gehen. So, gibt doch hier bestimmt... Ja, gibt doch hier bestimmt eine Truhe. Ich hoffe nur dann immer, dass wenn ich nochmal extra reingehe, nochmal mir jetzt extra Zeit nehme, um eine Truhe zu suchen, dass es die halt auch wert ist, na? Das ist immer so das Ding. Wenn am Ende die Truhe jetzt weniger sind, also... Ja, da... Ja, ja, okay, hätte ich einfach von oben runter gekonnt. Ja, komm, das ist halt... Ist halt der gleiche Quatsch. So. Juhu! Okay, okay, okay. Gut, wir haben zum Glück Müll dabei. Und dann kann ich das hier loswerden. Wunderbar. Ja, gibt auch nur die eine Truhe. Wunderschön. Gut. Das war ein sehr, 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 sehr kurzer Schrein. Aber habe ich nichts dagegen. Überhaupt nichts. Okay, dann gehen wir jetzt auf den Todesberg, auf den Schrein noch. Ich dachte, den löst man aus, wenn man oben ist, eh schon. Aber tut man leider nicht. Jetzt ist die Frage... Wie komme ich da am schnellsten hin? Uh,
Der Turm ist leider auch viel zu weit weg. Ja, muss ich wohl den Berg nochmal erklimmen, wa? Dann muss ich wohl den Berg nochmal erklimmen und in den sauren Apfel beißen. Ach, hier ist einfach so ein dummer Schleim. Machst du irgendwas Spannendes? Nee, du bist einfach da, ne? Ja, nee. Du interessierst mich nicht weiter. Jetzt wäre nur eine interessante Frage. Ist hier irgendein Objekt dabei, was ich mit Zeitumkehr nutzen könnte? Oh, wir könnten mal zu den Kollegen da gehen. Wir könnten mal zu den Kollegen da gehen und gucken, ob die irgendwas Spannendes für uns haben. Jo, mindestens eine Quest haben sie für uns. Ja. Was gibt's denn? Wir sind gerade im Einsatz gegen diese Monster. Moment mal, Link. Aber ja, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Thorin, wir haben uns im Schloss Hyrule bei der Suche nach Prinzessin Zelda kennengelernt. Bist du etwa hergekommen, uns zu helfen? Wir rücken gerade vor, um die Monster zu besiegen, die ein Stück weiter da vorne ihr Unwesen treiben. Alles klar. Ja, mach mal. Oh, guck, das ist sogar eine Episodenquest. Wo sollen die Monster denn sein? Hä? Sobald sie sich dem Lager nähern, werden sie auf eine Gelegenheit warten, zuzuschlagen. Begib dich zusammen mit der Monsterwehr zum Lager der Monster. Okay. Also muss ich mit denen mitlaufen. Oder was? Wo sind denn die jetzt? Hallo, seid ihr doof? Hey, die sind einfach weg. Hey, wo sind die hin? Sind die hier in die Höhle? Ach, hier. Ach, hier ist das Lager der Monster. Ja, moin. Hier ist das Monsterlager. Monsterhorde, das ist okay. Yo, die tun gar nicht mal so nicht weh. Alter! Du willst es aber auch wissen, ne? Also mehrere Monster haben dann einfach auch so einen Energiebalken. Interessant. So, wo ist denn mein... Ja, genau, dich brauche ich. Wir rollen mal eben schön hier rein. Nice. Ach Mann. Das zwiebelt ordentlich. Okay.
Tschüss. Okay, ich denke, den Loot sammeln wir später. Und rolle! Wow, der ist nochmal ordentlich drauf. Wir essen nochmal was. Halt, das ist mein Kraftobst, das will ich nicht essen. Habe ich nicht was Normales noch? Oha, siehst du, und ich werde schon jetzt wieder mein ganzes Essen los, was ich vorhin... Ach, das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert. Ich werde schon wieder mein ganzes Essen los. So ein Quatsch. Ich habe nichts Normales mehr, ne? Alles nur mit ab... ja, komm, ich brauche jetzt keine so Fähigkeiten. Ah, da ist noch ein Pilzspieß. Ja, aber beide macht voll. Bruder! Wow! Weg, 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 weg. Der macht mich noch weg hier gleich, wenn ich nicht aufpasse. Ich heile mich erst nochmal. Weil jetzt ergibt der andere, das andere Essen wieder Sinn, der Fleischspieß hier. Mann! So, tschüss. Okay, wir haben sie alle erledigt. Du hast die Bestien fast im Langen in ihre Schank gewiesen. Alle Achtung und Riesendank. Verzeih meine Unverblümtheit, aber du scheinst ja gar nicht das berühmte Schwert zu tragen, von dem man erzählt. Deine vielgerühmte, besondere Klinge stellt sie mir viel prächtiger vor als das, was du da trägst. Verzeih, wie dumm von mir, wie ein Tor nun aufs Äußere zu achten. Wahrer Wert steckt doch im Inneren. Hier dein Lohn und vielen Dank für deine Mühen. Ja, ich habe noch kein Master Sword, das ist völlig korrekt. Ah, das geht jetzt weiter mit denen. Okay. Brücke von Akala irgendwo im Nordosten Hyrules. Alles klar, das heißt, man muss mit denen mehrere so Monster-Höhlen oder so Zeug kaputt machen. Okay. Okay, dann looten wir jetzt mal alles, was wir hier bekommen haben. Das dürfte jetzt eine ganze Menge sein. Eieiei. Und wir können eigentlich gleich wieder habe ich alles gelootet? Ich muss, hier müsste doch eigentlich jetzt auch noch so ein Höhlenmonster-Ding. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach. Wehe, die relaunchen jetzt hier in der... Also wenn die jetzt hier in der Höhle wieder auftauchen gleich, dann kriege ich die Krise. Wenn das Blutmonster... Aber es zählt als Höhle, ne? Monsterhöhle. Und die ist auch nicht abgehakt, richtig? Das heißt, hier ist auf jeden Fall noch irgendwo der versteckte Dude. Oh, nee. Wie finde ich denn den jetzt ohne die wieder zu... Och, komm. Ich habe echt keine Lust, mich jetzt nochmal mit denen anzulegen. Nee! Nein! Ich will doch nur das Mayoi-Signum-Viech haben. Keine Lust und Zeit auf euch. Gibt's hier einen anderen Weg am Anfang irgendwo?
gibt's nicht. Dann muss aber das Majoi-Signum-Viech... Ach komm, das ist doch bescheuert. Okay, okay, warte. Idee. Solange du ihnen nicht zu nahe kommst, halten sie mich doch jetzt für einen Bockblind. Kann ich so vielleicht nach dem Majoi suchen? Ich bin ein Bockblind. Vielleicht klappt es bei einer Monsterhorde nicht. Komm, geh zurück. Ich brauche das Majoi. Gehen die jetzt auf mich oder nicht? Ach so, aber die... Oh, okay, warte. Weil die würden auf jeden Fall angreifen. Die wissen ja nicht, was ich vorhabe. Aber jetzt mal Real Talk, wo ist denn hier jetzt noch ein anderer Gang in der Höhle, der zu einem Majoi-Signum führen könnte? Ah shit, und der ist natürlich jetzt ein Moblin. Also die Frage ist halt wirklich, ist hier was anderes? Toll. Ach komm! Ja, dann kann ich die auch wieder rausholen, weil dann können die mich verteidigen. Da oben! Gotcha! Funktioniert das oder gehe ich jetzt zu hoch? Nein, es funktioniert. Oh mein Gott. Gott. Nehmen wir noch die Leuchtsamen mit. Heieiei. Ist hier irgendein spezieller Stein dabei? Wobei, der könnte ein bisschen speziell sein, oder? Da ist gar nichts rausgekommen. Okay. Ah, doch, hier. Ein Bernsteinchen. Okay. Abflug. So, mit ein bisschen Glück bringt mich das jetzt auch wieder relativ hoch, sogar in den Todesberg. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir nämlich dann schon ein ordentliches Stück zurückgelegt. Ja, komm. Dann können wir den Rest jetzt auch mit den Schienen fahren. Brauchen wir nur einen Wagen. Welche Höhe finde ich jetzt am schnellsten? Einen da drüben. Okay, sehr gut. What?
Wer hat denn jetzt wieder auf mich aufmerksam gemacht? So, hier ist jedenfalls, was wir suchen. Hier weniger. Lass mich in Ruhe. Nein! Ja. Ist da schon irgendeiner fertig gebaut? Nein. Ah, der hängt zusammen, oder was? Was ist das denn für ein Müll? Brauchen eins. Da ist ein einzelner Wagen. Sehr schön. So, drauf da. Ventilator. Hallo. So. Ran da. Und ab geht's. Okay, das hat gut funktioniert. Das Schöne ist ja, wenn ich mit dem Viech unterwegs irgendwelche Gegner kaputt mache, kriege ich ja den Loot. Deswegen will ich so ein bisschen rumgucken. Ja, toll. Ob ich irgendwo was reißen kann. Wirkt jetzt aber bisher nicht so. Ey, sie arbeiten wieder. Weitermachen. Oh shit. Das ist die falsche Richtung. Ich muss ja auf den hier drauf. Oh, wir sind über einen Vogel gefahren. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das passiert, ne? Das ist der Lauf der Dinge. Jemand hier eine Quest für mich? Abenteuer. Was mit dir? Ja, ruh dich aus. Viel Spaß. Wieso ist hier wieder... Hä? Wieso ist hier zu oder war hier schon immer... Hä? Sind wir gar nicht weiter als das gegangen bisher? Warte mal. Wir waren hier doch schon mal drin. Ja, wir waren hier doch drin. Wieso war jetzt hier wieder zu? Das haben wir doch sogar hier schon alles erledigt, ne? Ja. Oh, aber warte mal. Ich könnte jetzt ja versuchen... Darf ich von hier aus da irgendwie hoch? Wenn ich so in dieser Höhle drin bin? Guck mal, wenn ich hier drin bin. Wie hoch komme ich jetzt? Hallo? Jetzt. Na. Ich krieg dich. Ich krieg den Moment. Yes. Wie hoch komme ich jetzt? Wie hoch durch den Berg zieht mich das? Okay, das zieht mich sehr hoch. Okay, da ist der Schrein. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das war ja sehr gut. Das war ja großartig. Sehr schön.
So, jetzt einmal noch hier rüber schweben. Und dann noch hier hochklettern. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Easy. Nee, 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 nee. Wir rutschen jetzt hier nicht komplett ab. Link. Link. Nein. Nein. Das machen wir nicht, mein Freund. Das wäre es jetzt gewesen. So. Mein Gott. Was eine schwere Geburt, hier hochzukommen. Okay. Nächster Schrein. Let's go. Was hast du für ein Rätsel für mich? Lenkende Macht. Oh, Autofahren wieder. Okay. Klingt nicht verkehrt. Okay, ja, ich darf wirklich Auto fahren. Let's go. Ach, ich habe noch die dumme Bockelmaske auf. Warte, das sieht albern aus. Das gefällt mir gar nicht. Verstärkung, also waffentechnisch, Quatsch, ausrüstungstechnisch ist die hier die beste. Weil mehr Brandschutz brauche ich nicht, also bringt mir jetzt die da unten herzlich wenig. Der Rodania-Helm ist zwar cool, aber bringt mir halt gerade gar nichts. Und ja, ne? So, guck mal, hier können wir hinfahren. Hier können wir hinfahren. Da können wir reinfahren. So, da gibt es erstmal jetzt eine Kugel. So. Ich nehme an, da drüben geht es nicht so gut weiter. Also müssen wir umdrehen. Ach so, ob ich den drehe, ist egal. Ich müsste die Reifen drehen. Das ist schlecht. Machen wir das anders. Wir drehen das ganze Auto. Easy. Hier in die Richtung. Hallo. Was fährst du denn jetzt hier? Hilfe zusammen. Das war ja kompletter Quatsch. Ich wollte nicht das Ding lösen. Ich wollte nicht den Baum absägen, auf dem ich sitze. Oh, ist das dumm. Jetzt starte ich hier wieder. Ach komm. Ach komm. Ich wollte dieses Ding lösen, nicht die Platte. Das allein, dass das geht. Oh, okay. Ah lol, das Ding ist jetzt noch dort. Das heißt aber auch, die Kugel ist jetzt noch. Ja, moin. Huh.
So, alles für eine Truhe. Die Frage ist das auch die Truhe oder gibt es hier mehrere Truhen? Yay. Was tauschen wir aus? Ja, hier Zischs. Und her damit. Das ist die Truhe. Sehr gut. Dann können wir gleich hiermit weiterfahren. Der steht schon richtig rum. Kann man die überfahren, die Viecher? Sehr schön. Du kannst jetzt mal aufhören zu fahren. Und wir haben Flugzeug. Allerdings nichts zum Steuern aktuell. Ach so, ja, natürlich. Natürlich haben wir was zum Steuern. Ja, und solche Schienen brauche ich halt, um loszufliegen. Ne? Ich konnte in der Höhle nicht einfach losfliegen. Das ist das Problem. Oh, das ist jetzt ein bisschen schief. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ja, sieht gut aus. Okay, easy. Wir müssen einfach nur durchfliegen. Es sieht schon wild aus. Ne? Es sieht schon wild aus, wie man da so geflogen ist. Gut. Prima. Zwei Schreine in einem Part. Die komische Quest angefangen mit den Monsterhorden. Klingt doch alles sehr vernünftig. So. Okay. Jetzt wird mich natürlich reizen, mich noch oben nach einem Krog umzugucken, weil ich bin sicher, auf dem Todesberg ist ein Krog, mindestens einer oben. Es sollte mich sehr wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Aber hier geht's einfach nur runter, ne? Also wenn, dann müsste ich halt jetzt einmal außenrum gucken. Wehe, das ist jetzt Zeitverschwendung. Ich werde zur Sau, wenn das jetzt Zeitverschwendung ist. Ich werde so zur Sau. Weil schon ein bisschen dauert jetzt hier einmal außenrum zu gehen, ne? Ah, guck mal, hier haben wir schon mal ein Schild. Wer auch immer hier oben ein Schild lesen soll. 100 berühmte Berge von Hyrule, Nummer 100 Todesberggipfel. Ah ja. Da ist eine Plattform. Hat die irgendeine Relevanz? Nee, ne? Darunter ist auch nichts, oder? Nee. Okay. Okay. Dann einmal hier hoch. Bisher haben wir ein Schild gefunden. Bei uns im Rundkurs um den Todesberggipfel haben wir ein Schild gefunden.
weiß noch nicht, ob das als Erfolg verbucht werden kann. Das sieht hier auch nicht so spannend aus gerade. Fernseher will sich ausschalten, aber nein, das machen wir nicht. Ich erwarte, dass hier ein Krog außenrum ist. Irgendwo. Da unten irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Da ist dreckiges Miasma. Okay, ich werde wohl Pech haben. Die haben echt um den ganzen Berg herum nicht einen Krog positioniert. Das ist auch wieder so eine Fläche, aber auch die ist nicht. Nee, auch die ist einfach so da. Ja gut, ne? Da habe ich wohl Pech gehabt. Wir haben das Schild gefunden. Ja, und jetzt sind wir einmal rum. Chillig. Dann gibt es halt keinen Krog. Ist okay. Dann gibt es hier halt keinen Krog. Die sind sowieso überbewertet. So. Sehen wir hier spontan noch irgendwas Spannendes? Ansonsten würde ich mich nämlich tatsächlich in Richtung hierhin begeben. Ne? Dann machen wir jetzt das Zora-Gebiet. Das sieht auch sehr interessant aus. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist Akala. Das ist die Akala-Region. Das ist die Akala-Region. Wollen wir, wenn wir eh gerade den Turm sehen, wollen wir gleich mal den Akala-Turm auslösen? Oh, hier ist ein spezieller Stein. Ah, shit. Okay, das Problem mit ihm, die Steine kaputt zu machen, ist, dass der das in alle Himmelsrichtungen verteilt. Das ist ja jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ja ärgerlich. Jetzt, keine Ahnung, wo das jetzt alles gelandet ist, ne? Ja, da ist ein Bernstein gelandet. Ah. Da ist ein Rhodonit. Ach, scheiße. Noch Sachen rum. Finde ich noch irgendwelchen Loot, der von da oben runtergefallen ist? Wahrscheinlich nicht. Ach, das ist jetzt ja dumm gewesen. Okay. Also, dann sollte ich trotzdem das nicht unbedingt so machen. Weil das nicht ganz so klug ist.
Ist in Ordnung. Ist vermerkt. Machen wir nicht mehr. Machen wir nicht mehr, ist okay. Tschüss. Oh. Ah. Juhu. Hi. Insektenweisheiten. Ich will jetzt eigentlich nichts dazu wissen. Ja, danke dafür. Okay, wo habe ich den Turm gesehen? Da unten. Nee, das ist der Turm, den ich schon ausgelöst habe, oder? Nee, ist es nicht. Das ist der Turm von... Okay, das ist der Turm von Akala. Ja, ab geht's. Ja, perfekt. Nehmen wir den doch gleich schön mit. Der ist gleich nebendran sozusagen, okay. I see, I see, I see. Dann ist doch hier auch die Akala-Festung irgendwo. Und dann sind da drüben ist gleich das Zora-Gebiet. Ja, das ist natürlich großartig. Hallo. Da steht... Hä, das ist einfach nur ein Pfeil, der auf den Baum zeigt, hä? Oh! Chillig! Danke, lieber Pfeil. Cooler Pfeil. Bester Pfeil im Spiel. Ich sag's, wie es ist. So, was ist das? Was ist das und warum? Ist das irgendein Monster-Ding? Da ist was drauf. Was ist da drauf? Oh, Eldra. Nehmen wir mit. Kakuda. Ah, dann ist schon irgend so ein Monster-Ding, ne? Ja, okay, dann lassen wir das mal in Ruhe. Ich will ja eigentlich nur zum Turm. Oh, der Turm ist auch bewacht, sag ich mal. Ja gut, aber nicht weiter schlimm. Kein Problem. Wir sneaken uns einmal vorsichtig hoch und dann haben wir auch gleich den Turm für uns. Aber wenn ich hier eh schon in Akala bin, müsste ich doch auch Robelo gleich besuchen können. Oh, das ist ein normaler Turm, den können wir einfach... Ja, komm. Okay, der interessiert sich nicht weiter für mich. Auch in Ordnung. Oh, das ist einfach offen. Ja, gut. Was ist denn für ein Durcheinander? Was ist passiert? Ach, der hat das Ding. Ja, moin.
Alles klar. Junge! Okay. Kilton ist auch wieder am Start. Dann sliden wir einmal gerade zu Kilton. Mich verarschen. Aber schön, dass in der Mitte von dem Ding wieder ein Schrein ist. Der muss man das letzte Mal erst auslösen, wo man die Kugel hier außenrum tragen musste. Falls es noch jemand weiß, war keine coole Quest. Ja, aber hallo, Kilton ist so high und nö, doch nicht. Verarschen kann ich mich alleine. Oh, vor allem können wir hier doch jetzt unser Dorf besuchen, was wir mal gebaut haben. Muss doch irgendwo da oben drauf muss es doch sein. Oh mein Gott, hier gibt es so viel zu tun. Aber erstmal müssen wir den scheiß Turm auslösen. Bruder, du Scheißvieh, hau nicht immer ab. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist denn der jetzt? Hey, wo ist denn der jetzt hin? Ist er jetzt ganz weg? Da ist er. Okay, also muss ich hochklettern oder was? Ach, es regnet, ja, stimmt, es regnet, natürlich. Natürlich regnet es gerade. Kann man hier irgendwie hoch? Nee, ne? Ah! Ja gut, das hat sehr viel gebracht. Okay, wo ist er jetzt gerade? Okay, er ist im Moment relativ weit unten. Kaputt. Kommt er wieder runter? Gut, sehr gut. Genauso wollte ich das. Aber jetzt komme ich da nicht mal hoch, ey. Es muss aber auch gerade jetzt wieder regnen, ne? Es hat sich genähert. Ah, okay, er sagt mir das immer. Hier merkt er mich nicht. Okay, also da bemerkt er mich theoretisch nicht sofort. Gut.
muss ich jetzt warten, bis er wieder... Ja. Ja, wie lange dauert es? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Es hieß doch, dass die zielsuchend sind, ne? Easy. Sehr schön. Das hat ja auch nur lang genug gedauert. Das hat ja lang genug gedauert. Mein Gott. Ja, wo ist es denn hin? Ich weiß auch nicht. Wow. Wow. So, er repariert's. Hurra. Vielen Dank dafür. Sind wir schon wieder bei einer Stunde? Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Aber ich meine, wir nähern uns ja schon dem nächsten Hauptgebiet. So, das ist ja alles okay. Hui! Akala! Hochebene. Himmelskarte auch aktualisiert. Okay, wir hätten tatsächlich gleich hier wieder interessante Dinge. Komme ich bis darüber? Ist jetzt die interessantere Frage. Oh, da unten ist ein... Oh, da unten ist eine Arena. Da ist so ein Alpha-Konstrukt-Viech-Dingens. Ich glaube, bis hier rüber komme ich nicht. Aber ich wüsste gern, was diese Kugel da ist. Eurosat oder so. Was ist das? Oh mein Gott, das Ding fliegt mich dann da hoch. Okay. Okay. Maxi Rübe, ja moin. Hätte ich fotografieren sollen, wusste ich nicht. Egal. Okay, pass auf. Dieses Ding will ich auf jeden Fall gespeichert haben. Deswegen setzen wir das einmal gerade neu zusammen und dann kann ich das doch jetzt hier hoch. Ja, doch, dann kann ich das doch jetzt hier genau in die Favoriten packen. Sehr schön. So. Wobei das jetzt halt immer nur mit so Batterien ist. Also ohne... Das ist auch so ein Problem. Du hast es jetzt nur in dieser Variante. Du kannst dann keine Abstriche davon machen. So. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Man müsste es sozusagen komplett einzeln zusammensetzen und dann ist jeder einzelne Teil gespeichert. Aber das ist halt auch wieder albern. Ne? Okay. Wir machen nächstes Mal erstmal, das ist jemals anders, das ist ein Alpha-Konstrukt, das ist also ein relativ normaler Kampf. Aber alles beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.